Das Thema, was er heute besprechen wird, ist, wie schütze ich mich vor der Hölle? Es ist eigentlich eher für Muslime geeignet, aber vielleicht können auch Nicht-Muslime einen Eindruck vom Teil des Islams gewinnen. Die Antwort auf diese Frage, wie schütze ich mich vor der Hölle, ist eigentlich ganz simpel. Nämlich, du musst den Islam praktizieren. Jetzt wird man feststellen, dass jeder der 1,5 Milliarden Muslime, die heute auf diesem Planeten leben, von sich selber behauptet, den Islam zu praktizieren. Und das, obwohl sie zum Teil untereinander sehr gegensätzliche Ansichten haben, die sich vollkommen ausschließen. Es ist das eingetreten, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat, diese meine Nation wird sich spalten in 73 Gruppierungen. Und er sagte dazu, dass jede von diesen im Feuer sein wird, bis auf eine einzige. Das bedeutet, die Aufgabe eines Muslims kann nicht sein, die Einheit unter den Muslimen herzustellen. Denn das ist vollkommen ausgeschlossen, unmöglich. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass die islamische Nation sich in 73 Gruppierungen spalten wird, dann wird das so sein bis zum Tag der Auferstehung. Die Aufgabe des Muslims ist es, zu dieser einen Gruppierung zu gehören, die vom Feuer errettet wird. Es gibt einen Hadith, der bei den 40 Ahadith von An-Nawawi überliefert wird, der in einigen wenigen Worten zusammenfasst oder erklärt, wie ein Muslim in der heutigen turbulenten Zeit den richtigen Kurs nicht verliert und inshallah zu dieser einen Gruppierung gehören wird, die am Tag der Auferstehung vom Höllenfeuer gerettet wird. Ein Vortrag von Pierre Vogel. Das Thema von heute ist ein bestimmter Hadith vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Das Thema ist eher geeignet für Muslime, aber ich denke auch für Nicht-Muslime, die sich wirklich für den Islam interessieren, ist es ganz interessant, diesen Hadith zu hören, diesen Ausspruch. Hadith bedeutet ein Ausspruch des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Übrigens für die Nicht-Muslime, sallallahu alaihi wasallam bedeutet Friede und Segen auf ihm. Immer wenn wir den Namen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen, sagen wir das danach. Das ist damit gebühren wir ihm sozusagen Respekt und bitten Allah darum, ihm Segen und Frieden zu geben. Ja, so, wie gesagt, das Thema ist eher für Muslime geeignet, aber danach werden wir auch noch Fragen beantworten, inshallah, für Nicht-Muslime und natürlich auch für Muslime, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte. Der Islam besteht prinzipiell erstmal aus zwei Quellen. Die Religion des Islam besteht aus zwei Quellen. Nicht, viele Leute denken vielleicht, die Quellen des Islam wären, was habe ich im Fernsehen gesehen, bei RTL aktuell, oder was habe ich bei meinem Nachbarn Mustafa gesehen, der seine Frau jeden Tag zusammenschlägt. Aber das sind nicht die Quellen, sondern die Quellen des Islam sind Koran und Sunna. Koran, das offenbarte Wort Gottes, und die Sunna des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die Sunna bedeutet das, was der Prophet gesagt hat, das, was er gemacht hat und dem, wo er zugestimmt hat. Und die Sunna wird überliefert durch die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ein Gefährte, sein Name ist Abu Najih al-Arbat ibn Sariyah, der sagte, eines Tages, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub. Er sagt, der Prophet sallam hat uns eine Mu'idha gegeben. Was heißt Mu'idha? Eine Predigt, eine Ermahnung. Und es bedeutet eine Ermahnung, die die Herzen weich macht. Ja? Wajilat minha al-qulub. Wadharafat minha al-uyun. Und die Augen fingen dadurch an zu tränen. An zu weinen. Die Augen fingen an zu weinen. Die Tränen kamen aus den Augen. فَقُلْنَا Dann haben wir gesagt, يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ مُعِذَةٌ مُوَدِّحٌ Als wenn das eine Abschiedspredigt ist. فَوْأَوْصِينَا So gib uns einen Ratschlag. So lege uns etwas ans Herzen. Ermahne uns, gib uns etwas. Dann sagt er, أُسِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَ وَجَلْ Ich lege euch die Gottesfurcht ans Herz, beziehungsweise ich gebe euch den Ratschlag, gottesfürchtig zu sein. أُصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَسَمْعِ وَطَعْ فَإِنْ تَأَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدْ Und hören und gehorchen, selbst wenn über euch ein Diener, ein Sklave herrscht. Und dann sagt er, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا Denn wer von euch leben wird, heißt er wird ein langes Leben,
der wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Das, was wir heute sehen unter den Muslimen. Und was sagt er dann? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَّفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtleitenden Khalifen. Was macht ihr damit? عَدُّ عَلَيَّ بِنَوَاجِدْ. Reißt darauf mit den Backenzähnen. Und dann sagt er, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Und hütet euch vor den Erfindungen in der Religion. فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَةٍ دَلَالَةٍ. Denn jede Erfindung ist eine Bidda, eine Erneuerung in der Religion, und jede Erneuerung in der Religion ist eine Irreleitung. Das ist der Hadith, den der Prophet ﷺ erwähnt hat. Zunächst zu dem Wort Mu'idha. Wir erklären diesen Hadith, damit wir auch sehen für einen Nicht-Muslim und für die Muslime, wie viel Hikmah, das heißt wie viel Weisheit in den Worten des Propheten Muhammad ﷺ stecken. Und als Muslim müssen wir das Bewusstsein haben, dass sobald wir etwas hören, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wir wirklich aufmerksam sind und dass wir wissen, dass alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, etwas ist, was zu unserem Nutzen ist. Denn der allmächtige Gott hat durch ihn die Religion vervollkommnet. Allah sagt in Surah 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich die Religion für euch vervollkommnet. Das heißt, alles, was der Prophet gebracht hat, alles, womit der Prophet gekommen hat, ist für uns nützlich. Und alles, womit er gekommen ist, ist dazu da, um die Religion zu vervollkommnen. Und es gibt nichts in der Religion, was für uns gut ist und was Allah liebt und ihm wohlgefällig ist, außer, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dies gezeigt hat. Und es gibt nichts in der Religion, was für uns schlecht ist. Oder es gibt nichts in der Welt, was für uns schlecht ist, was für uns verboten ist, außer dass er uns davor gewarnt hat. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Religion ist komplett. Aber das Problem ist, wer beschäftigt sich damit? Wer weiß darüber Bescheid? Wir beschäftigen uns mit Lotto, Toto, Fußball, dies, das. Aber wer beschäftigt sich mit dem Weg, wie komme ich ins Paradies? Und wir als Muslime, wir glauben, dass der wahre Weg ist, dass der wahre Weg zum Paradies der Islam ist. Und Allah sagt im Koran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und Allah sagt, und du Mohammed zeigst nur den wahren Weg zur Rechtleitung, sinngemäß. Das heißt aber, wer beschäftigt sich damit? Wenn du sagst, ich bin Muslim, ich bin ein Muslim, ich glaube, dass alles, was der Prophet sagt, wichtig für mich ist, dann musst du zuhören. Dann musst du die Ohren spitzen, sobald du etwas hörst. Wenn dein Vater etwas sagt, wenn dein Vater mit dir redet, wenn dein Vater dir etwas befiehlt, wenn dein Vater dir etwas verbietet, dann willst du aufmerksam sein. Dann bist du aufmerksam. Dann hörst du zu. Aber dann musst du noch mehr zuhören, wenn du den Propheten hörst, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagt im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. O ihr, die ihr glaubt, erhebt eure Stimme nicht über die Stimme des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, über die Stimme des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso, wenn du jetzt einen Hadith hörst, dann ist das das, was der Prophet ﷺ gesagt hat. Aber wo ist unser Respekt mit dem, was der Prophet gesagt hat? Es geht nicht nur um Zuhören, aber beim Zuhören hört es schon meistens auf. So, es geht tatsächlich darum, oder es geht eigentlich darum, diese Dinge, diese Ratschläge in der Tat zu praktizieren und umzusetzen. Jedenfalls hat der Prophet eine Mau'idha gemacht. Wie gesagt, eine Predigt, die die Herzen bewegt, sodass die Augen anfingen zu weinen und die Herzen sich fürchteten. Und diese Mau'idha, diese Predigten, die die Herzen bewegen, ist etwas, was der Prophet ﷺ des Öfteren getan hat. Warum? Weil der Mensch braucht diese Dinge, um den Iman, um seinen Glauben zu erneuern. Um seinen Glauben zu beleben. Und dies geht unter anderem mit Tarhib wa Targhib. Tarhib heißt
mit Dingen, die einem Angst machen. Und Targhib heißt mit Dingen, die einem Hoffnung machen, Liebe wecken. Denn der Muslim dient Gott aus drei Gründen. Ein Grund ist Hoffnung auf das Paradies, dass man die Hoffnung hat auf das Paradies. Und der wahre Hoffnung haben will auf das Paradies, der muss eine Sache befolgen. Allah sagt: وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer Hoffnung auf die Begegnung mit seinem Herrn hat, was soll der tun? Der soll gute Werke tun und soll seinem Gott, soll Allah im Gottesdienst nichts beigesellen. Das heißt, wenn er betet, betet er zu Allah. Er geht nicht zum Grab, sagt ja, oh, du, helfe mir, gib mir ein Kind. Er geht nicht zum Grab, wirft sich nieder oder macht Tawaf drumherum. Er dient nur Allah alleine. Das heißt, wenn du wirklich berechtigt sein willst, Hoffnung zu haben, musst du gute Werke tun und zu Allah alleine dienen. Aber leider heutzutage haben viele Leute, die sehen die Saat für das Höllenfeuer und die haben die Hoffnung, dass daraus der Paradiesgarten entspringt. Und das ist hohl. Das ist Schwachsinn. Weil du kannst nicht die Saat für das Höllenfeuer sehen und einen Paradiesgarten bekommen. Aber das sehen wir bei vielen Muslimen. Ich habe schon La ilaha illallah gesagt, mein Herz ist gut. Dein Herz ist gut? Mashallah, betest du? Nein. Fastest du? Nein. Trinkst du Alkohol? Ja. Schickst du eine Frau? Selbstverständlich. Mashallah. Aber das Herz ist gut, richtig? Ja. Das Herz ist wunderbar. Nein, nein. Wenn das Herz gut ist, dann muss das Gute rauskommen. Ja, genau wie beim Laufen. Kann nicht sein, dass dein Herz gut ist, deine Lunge ist gut und du läufst 5 Meter und dann, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr, gib mir mal einen Red Bull, mich weiter. Das funktioniert nicht. Sondern, wenn dein Herz gut ist, dann bist du fit. Und wenn dein Herz im religiösen Sinne gut ist, dann müssen Taten folgen. Ansonsten ist das Herz nicht gut. Sind das meine Worte? Nein. Das sind die Worte vom Prophet Sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wenn das Herz gut ist, ist der ganze Körper gut. Und wenn das Herz schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Und das sehen wir. Nur leider viele Leute bilden sich das ein. Die zweite, das war die erste, die Hoffnung auf das Paradies. Die zweite Eigenschaft ist Furcht. Furcht vor der Hölle. Denn wir wissen, wir haben es mit einem barmherzigen Gott zu tun. Deswegen haben wir immer Hoffnung, dass er uns aus Barmherzigkeit ins Paradies führt. Aber wir wissen auch, wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun. Und er bestraft aus Gerechtigkeit und belohnt aus Barmherzigkeit. Wo ist der Beweis, dass er gerecht ist? Ich habe letztens, subhanallah, gehört, ein sogenannter Islamprediger im Fernsehen in einem gewissen islamischen Land hat gesagt, Gott ist nicht gerecht. Was sagt der Prophet? Was sagt Allah im Koran? وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Und Allah ist niemandem ungerecht. Und wenn er für sich eine negative Sache verneint, ist zwangsläufig das Gegenteil davon eine Eigenschaft von ihm. Das heißt, er verneint Ungerechtigkeit für ihn, verneint für sich die Ungerechtigkeit, sagt er ist nicht ungerecht, das heißt, er ist gerecht. Das heißt, wenn wir Taten tun, die schlecht sind, dann muss man damit rechnen, dass man am jüngsten Tag bestraft wird. Nicht wie einige Leute sagen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas werden zu dir sagen, es gibt keine Hölle. Dann sagst du es eben, wie, gibt keine Hölle? In der Bibel steht doch, Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel wird in den Feuersee geschmissen, wo schon der falsche Prophet und das Biest ist, und dort wird der Tag ein, Tag aus, in alle Ewigkeit bestraft. Dann sagst du es im Zeugen Jehovas, hier steht in der Bibel, Hölle, ganz klar. Nicht nur der Vers, aber dieser Vers ist ganz eindeutig. Man sagt, ja, das kann man nicht so verstehen. Das muss man anders verstehen. Dann sagst du zu ihm, hey, die Katholiken, die beten Maria an, richtig? Warum ist das bei euch verboten? Dann sagt er, ja, steht in der Bibel. In der Bibel steht, man soll sich kein Bildnis machen für irgendwas, sonst anbeten. Du sagst, ja, vielleicht muss man das nicht so wörtlich verstehen. Vielleicht muss man das nicht so wörtlich verstehen.
Also wie sagst du, da muss man sich wörtlich verstehen oder da muss man wörtlich verstehen. Wo ist deine Garantie? Wo ist deine Garantie, dass es keine Hölle gibt? Und wo es bei dir steht? Dann sagt er ja, Gott ist barmherzig. Ja, stimmt. Aber laut deiner Theorie ist der größte Verlust, der ein Mensch kriegen kann, ist stirbt. Das heißt, das Baby stirbt, war kein Zeuge Jehovas, tot. Für immer. Der Mujrim stirbt, hat Millionen von Menschen umgebracht, Adolf Hitler, stirbt, tot. Der andere hat die Menschen ausgeraubt, stirbt, tot. Keine Bestrafung, kein Nichts. Und er ist noch im letzten Moment auf der Tanzfläche am Stehen, sich einen am Trinken, ja, und dann fällt er um und ist tot. Und hat die Menschen ausgeraubt. Das heißt, Gott ist ungerecht bei euch. Das nur als kleinen Nutzen, wenn mal die Zeugen Jehovas an die Tür kommen. Offenbarung 20, Vers 10. Aber okay, Gott bestraft aus Gerechtigkeit. Und deswegen müssen wir uns davor hüten. Und dann die dritte Eigenschaft ist, dass wir Gott aus Liebe anbeten. Und die müssen, alle drei Dinge müssen vorhanden sein. Weil wenn du nur aus Liebe, nur Liebe hast, dann sagst du auch, ja, komm, ein paar Sünden, Gott liebt schon. Wenn du nur Hoffnung hast, ja, Gott wird schon vergeben. Gott ist Ghafur Rahim. Du hast immer viel Muslimen. Was hast du für die Religion getan? Nichts. Ja, ich gehe ab und zu freitags zum Freitagsgebet. Ja, was hast du noch gemacht? Ja, ich habe mit meiner Freundin Dawa gemacht. Ach, mit deiner Freundin? Seit wann dürfen denn Muslime eine Freundin haben? Ja, wie, ich bin doch ein Mann. Wieso darf ich keine Freundin haben? Ich bin doch ein Mann. Das ist nur für die Frauen. Die Frauen, die dürfen keinen Freund haben vor der Ehe. Aber der Mann? Ich spreche nur ironisch, ja, weil so denken einige Leute. Einmal hatten wir in der Moschee eine Moscheeführung gehabt, da kam eine Frau dann zu mir, die hat gesagt, die Frauen, die müssen im Islam immer als Jungfrau in die Ehe gehen. Ja, die Männer auch. Wie? Das geht doch gar nicht. Ich kenne doch bei mir den Nachbarn. Hat jede Woche eine neue Freundin. Der ist doch auch Muslim, oder? Wie gesagt, weil wenn wir sagen nur Hoffnung, dann wird das eine überwiegen, dann haben wir nur Hoffnung. Gott wird schon verzeihen. Ja. Geraubt, gemordet, Drogen genommen, Freundin gehabt, Bordell gegangen, Spielhalle und so weiter und so fort. Und er sagt, Gott verzeiht schon, mein Herz ist gut. Aber die Liebe ist, wie Abu Enes eben schon gesagt hat, eine der stärksten Eigenschaften des Gläubigen. Jetzt könnte jemand fragen, wie kann es sein, ihr liebt Gott und habt gleichzeitig Angst vor seiner Bestrafung? Dann sagen wir, ja. Liebst du deinen Vater? Ja. Also hoffen wir es jedenfalls, ne? Dass man seinen Vater liebt. Und was ist, wenn du in der Schule was ausgefressen hast? Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Ja, okay, es ist jetzt manchmal so, in Deutschland hat der Vater Angst vor den Kindern. Aber nicht nur in Deutschland. Aber in den meisten Fällen, hat man... ne? Und so ist das genau. Aber diese Angst... die ist nicht schlecht, sondern diese Angst ist gut. Warum? Weil diese